Jo, hi, zurück zum Witcher. Wir spielen hier jetzt mal Weinfäden. Fermentino, da soll man sich um irgendwie fünf. Ach so, ich habe schon eins gemacht. Also insgesamt fünf. Ich habe wohl irgendwo schon was weggechillt, keine Ahnung. Fünf Dinge hier kümmern. Gucken wir doch mal, was hier am nächsten ist. Vielleicht das hier. Böse Pflanzen, die auf einen schießen. Einen kleinen Moment mal, was brauchen wir da? Vielleicht mal hier Schutzschild. Ja, sehr schön. Ja, diese Ex-Dinger, ich hasse die. Alter Schwede. Das ist ja gar nicht so einfach. Alter, was machen die hier? Ja. Wow, das ist ja nicht so einfach. So, mal kurz ein bisschen wieder auftunen. Das geht ja mal gar nicht. Kleinen Trockenfisch hinterher. Auf in den Kampf. Zeig mir, was du zu bieten hast. Da geht das in den Kopf jetzt, okay? Ah, das war's dann doch. Okay. Nicht zu schwer, aber dann doch blöd. Okay, Nummer 2 war das. Oder? Ja, Nummer 2. Gucken wir mal. Gut gemacht. Ich glaube, liegen Will ich alle auch recht einen nah Job in den beieinander. Reichtum? Heiratsfähiges Alter. Kann man hoffentlich hinlaufen. Nein, kann man wohl nicht. Plötzlich, komm her. Weiter so, Plätze. Problem hast mit irgendwelchen Typen. Komm schon, Hexer, schaffst du nicht! Wie viele gibt's denn da? Waren die das schon? Nein. Oh, doch. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Rivia. Alter, was hast du für Hosen an? Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... Zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Schmied Kann ich mit dir irgendwie helfen? Kräutergarten. Oh, zeig mal, was Na du hast. schön. Was hast du so?
Trage schon wieder so viel Zeug mit mir rum, da muss ich mal gucken, dass ich da mal was vercheck. Der hat richtig Kohle, der Typ. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus, was er hat. Jetzt mal gucken, mein Viper-Schwertchen verchecke ich natürlich nicht. Jo, den Rest behalte ich mal. So, was hat er denn hier so am Start? Unglaublich hässliche Rüstung. A plus 5, das lohnt sich natürlich nicht, ne, dafür. Aber die Rüstung, die ich im Moment an hatte, ich auch unglaublich hässlich. Ah, was ist denn mit der hier? Die ist zwar auch hässlich, aber. Aber ist nicht so geil, was er anbietet, ne? Dann reparieren wir mal ein Zeug, Digga. Ching. Oh, 400 Mäuse. Na gut. Okay, hauen wir ab. Sehr nett. Danke. Tschüss. Bis dann. Okay, jetzt lass uns noch mal gucken. Es gibt dann noch zwei, drei. Was haben wir jetzt? Drei von fünf. Jetzt müssen wir noch zwei. Wo sind sie denn? Einer da. Plätze. Los, lauf! Verdammt, bist du hässlich. Ach du Scheiße, schon wieder so ein Pflänzchen. Shit. Alter. Könnte ich mal mich erstmal ankommen lassen? Meine Fresse. Schau, da drüben rüber. Du kleines Hässliches. So. Was da drin ist? Da oben. Ups. Alter. Ah, da hinten. Wow, das wird eng, nee, das ist zu eng. Das ist zu eng, Freunde. Da mag ich eigentlich nichts mehr zu futtern. Schießt auf Plätze, ey. Alter. Oh. Da hat mich diese kleine hässliche Pflanze doch kaputt gemacht. Das kann doch wohl nie wahr sein. So, Plätze, wir müssen ein zweites Mal wagen. Ah, komm, ich lauf dahin, du Vogel. Mann, bist du blind? Wenn der Reiter schneller läuft als das Pferd, dann ist das bedenklich. Ja, ich kann mich auch nützlich machen. Ich werde mich jetzt nützlich machen, indem ich da hinten hinreite.
dieser kleinen hässlichen Pflanze den Arsch aufreiße. Das wird jetzt irgendwie blöd, ne? Muss ja mal gucken, dass ich das hier mal vernünftig hinkriege. So, mal absteigen. Weil hier ist das doch schon. Da fängt es ja schon an. So, was haben wir eingeschaltet? Schutzschild? Okay. Mhm. Das Ding ist kaputt, das ist schon mal nicht so schlecht. Ja, hallo? Das kann es jetzt nicht gewesen sein, oder? Oh. Was ist denn hier los? Alle tot. Soll ich die bereichern? Es ist sehr grün und sehr rot hier alles. Offenbar wurde er von einer Archerspore getötet. Schlüssel? Ein Brief und ein Schlüssel. An einem solchen Ort? Interessant. Offenbar versucht jemand, Vermentino zu sabotieren. Aber der Brief verrät nicht, wer es ist. Ich muss mich weiter umsehen. Vielleicht finde ich es heraus. Plätze. Wir haben einen Auftrag. So, wo finden wir das denn? Ich denke mal, dass man da hinten mit optional gucken kann, ne? Beim Zielort jetzt. Ich reite hier einfach querfeldein. Muss auch gehen. Ja, ist ja gut. Ach komm, da kannst du durchreiten und jetzt ist gut, Mensch. So, da geht's lang und hier, können wir jetzt den Weg reiten. Wie plötzlich nicht immer rumjammert. Okay. Hier rum. Schon relativ weit. Ah, hier, wir sind angekommen. Ups, versteckter Schatz, naja. Ich hab mich da interessiert. Oh, hi. Meine Freunde, was ist denn hier los? Schon wieder solche Typen. Ach komm! So, jetzt aber mal absteigen vorher. Bisschen Schutzschild an, bisschen Dingens kriegen, was essen. So, und jetzt kriegt ihr aber mal richtig eins auf die Mappe, ihr Riesensäcke. Ey, die teilen richtig aus, was stimmt denn da nicht? So, weg hier. Alter. Geht's noch? Kommen die hinterher? Auch das noch. Ah, okay. Nicht generell. Ey, was ist mit denen los? Ey, wie heißen die? Böse Menschen. Ich hätte nicht gesagt, die sind kein Problem, aber scheint ja dann doch so zu sein. So, platz doch gerne, wie du willst. Ach, die platzen beide, sehr schön. Mann, 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 ey. Also
Also da können wir rein, aber hier ist ja noch ein bisschen was los, ne? Schlüssel, alles mögliche. Crazy Tagebuch. So, Kuckuck, nehme ich alles mit. Oliven kann ich nämlich immer gebrauchen. So, wir können hier noch rein in die Hütte. Mit dem Schlüssel, den ich hatte. Verschlossen. Abgeschlossen, ja, ist mir klar. Ich hatte doch gerade so einen schönen Schlüssel. Muss ich noch suchen? Wahrscheinlich hätte man dazu natürlich das lesen müssen, was da stand. Habe ich natürlich wie immer nicht gemacht. Haben die anderen Leichen vielleicht noch ein paar Schlüssel dabei? Nein. Und der da hinten? Tja, mir fällt gerade auf, es geht gar nicht um diese Hütte. Dafür sollte ich mich vielleicht mal auf den Plötzi setzen. Lass Mathilda Belhardt übernehmen, ohne dass du die Probleme auch mal untersuchst. Oder setze die Untersuchung fort, um Liams Problem zu lösen. Ja. Komm schon. Gerne. Komm, Plötzi, ey, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Du schaffst das, die kleine Mauer. Hey! Dreckspferd. Leck mich, ich steig ab, komm. Weißt du, ich lauf, du bist doch kein Pferd, ey. Tja, Plötzi hat sich leider an einer Mauer festgefressen. Ne, jetzt kommt er da hinten aus dem Sumpf. So, komm Junge, jetzt aber. Jetzt muss ich ja rüberschwimmen. Ist auch nicht schlecht. Kann auch mal ein bisschen Wasser vertragen, der Kollege. Kurzes Mittagsschläfchen. Plötze ist auch mal drüber gekommen. Kommt aber nicht her, oder? Doch. So, aber die Hütte ist eigentlich diese hier. Und wir müssen aber einmal rumreiten, ne? Oder? Oh, hier kommt er. Unser Held. Gerald der Revier. Ja. Weiter so, ich werde dir gleich mal einen erzählen. Okay, hier komme ich nicht rüber, das ist ganz toll. Dem werden sie schon Honig um den Bart schmieren. Ganz ehrlich, wir haben die Männer nichts als Wein und Pfeife. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Aber sowas von. Vermentino kann den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Wirklich? Das ist ja herrlich. Mich trennt nur noch ein Schritt von Belgard. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, deine Belohnung. Moment, was ist mit mir? Und Coronata? Wenn ich unterbrechen darf. Unter diesen Umständen geht die Aufsicht über Belgard an Herrin Mathilda. Vorausgesetzt, dass sie sie immer noch übernehmen will. Natürlich! Warum sollte ich das nicht wollen? Ich werde gleich alles erklären. Kommt mit. Es ist Zeit, dass wir Belgard besichtigen. Komm mit, Hexer. Irgendwie gefällt mir dieser Bürokratentor nicht. Vielleicht gibt es noch Arbeit für dich. Warte, ich bitte dich, hilf mir. Sonst gehe ich pleite. Du musst dir Coronata ansehen, bitte. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Hexer, kommst du? Wir sollten uns ansehen, was auf Belgard vorgeht. Hm.
Ich stoße später zu euch oder... Na gut, also gut, gehen wir. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würde ich deine Hilfe gerne annehmen. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Wie schön. Dich schickt wirklich der Himmel. Bitte folge mir. Es gibt noch ein paar Formalitäten. Natürlich. Na, Belgrad Weingut. Ich glaube, das machen wir natürlich auf jeden Fall erst in der nächsten Session. Also, bis dann. Ciao.